Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Die Get Digital ist heute endlich gekommen und ja, da würde ich sagen, packen wir die mal aus. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Ach so, ich muss noch kurz anmerken, das werde ich auch in einem vorherigen Video anmerken. Und zwar haben wir heute den 17., ja? Diese Aufnahme wird aber erst nächste Woche erscheinen, also nach Ostern. Denn bei mir ist Folgendes gewesen, ich habe jetzt seit 2 Wochen einen neuen PC. Ich hatte vorher irgendwie hinterher Probleme gehabt und ich konnte nicht mehr rendern. Das heißt, die Box aus dem letzten Monat wird diese Woche erscheinen und diese Loot Chest, also jetzt aus April, nächste Woche, ja. Da muss ich mich leider dafür entschuldigen, aber es ging halt leider nicht anders. Aber jetzt funktioniert wieder alles. Ich kann auch wieder rendern, ich kann alles machen und tun, was ich will. Und deswegen kommen die anderen jetzt verspätet, nur damit ihr Bescheid wisst. Die sind nicht ausgefallen. Aufnehmen konnte ich das Ganze aber nicht mehr verarbeiten. Deswegen kam diesbezüglich nichts. So. Was haben wir denn hier? Ein T-Shirt, das machen wir aber gleich. Das kommt erstmal hier hin. So. Oh. Was haben wir denn hier? Guardians of the Galaxy. Figürchen. Aha. Exclusive. Star-Lord, Rocket, Gamora, Drax und Groot. Das ist ja cool. Ja. Ich zeige euch das mal. Ich mache mal einen anderen Hintergrund. Eben. Schnups. So, ich hoffe, dass der das jetzt irgendwie scharf stellt. Ja. Echt cool. Und da gibt es auch noch andere. Spider-Man hätte es auch noch gegeben. Aber das ist cool. So, die ganz kleinen Figürchen. Das ist auch nice. Und die sehen auch nice aus, muss ich sagen. Schön verarbeitet. Trotz, dass die so klein sind, haben die doch einiges, haben die doch sehr viele Details, ne? Das ist cool. Das ist echt, das ist schön, das ist cool. So, ja, ich zeig's euch nochmal. Das ist leider... Na, da will er auch nicht scharf stellen gerade, kann das sein. Wahrscheinlich zu viel jetzt hier für den im Hintergrund, wo er nicht weiß, wo soll ich jetzt meinen Fokus legen. Ah, doch. Ja. Das sind die Figürchen. Was haben wir denn hier? Eine Tasse. Ich glaube, die hatten wir schon mal drin gehabt, kann das sein? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Die Star Wars Tasse. Oh, mit einem Klemmchen. Ja, mit einem Bonbon. Cool. Ja. Das hier ist die Tasse. Ich drehe die nochmal. So. Ja, cool. Genau, die eine Star Wars Tasse hatte ich einem Freund von mir geschenkt, weil der Star Wars Fan ist. Und sagte, keine Tassen mehr, keine Tassen. Du bringst mir auch schon aus deinem Urlaub eine Tasse mit. Und so sagte er, ich weiß gar nicht mehr, wohin damit mit den ganzen Tassen. Oh, total lustig. 3D-Puzzle Eraser Avengers. Oh, cool. Das ist ja nice. Ja. Machen wir mal so. Ja, irgendein von den Figürchen wird da drin sein als 3D-Puzzle. Ich mache es jetzt nicht auf, weil sonst haben wir nämlich hinterher die ganzen Puzzleteile hier rumfliegen und das wäre viel zu schade. Aber hier ist ein Barcode. Warte mal, ich habe doch so ein Code-Dingen bei mir auf dem Handy. Mal gucken, vielleicht sagt der mir ja, was drin ist. Opala, ich habe vergessen, mein Handy auf lautlos zu machen. Das tut mir leid.
So, und jetzt ist es aber lautlos. Wo haben wir das denn? Na, es gibt ja hier so eine App für die Handys, wo du da diesen Barcode scannen kannst. Da ist er doch. Na, dann gucken wir doch mal. Marvel Avengers Puzzle. Okay. Da steht also halt auch nur drin, dass das ein Puzzle ist. Ein 3D-Puzzle, aber welchen wir drin haben, weiß ich nicht. Aber ist ja auch nicht schlimm, dann ist das auch eine Überraschung. So, oh wei, was ist das denn hier? Talking Plüsch. With original movie sounds von Disney. Du bist jetzt aber nicht hier der hier, ne? Nee, der ist orange. Wie heißt du denn? Ach, R2-D2 hätte man auch haben können. Ach, krass. Aber der sieht auch cool aus. Ja, ich zeige euch mal hier hinten. Oder die es auch gibt, ob man die jetzt hätte hier in der Get Digital haben können, weiß ich nicht. Ja, aber cool. Obwohl ich ja eigentlich kein Fan davon bin. Komm, wir holen dich mal raus, oder? Oha, das ist aber gut da drin. Befestigt. Aber ist ja auch besser so. So, guck mal. Ja. Sieht aus wie so ein Ball. Voll lustig. Hier unten ist Klettverschluss. Ich denke mal, vielleicht für die Batterie hinterher zu wechseln. Ja, cool. Ja, und hier sieht man auch, dass das Original ist. Mächtig geil. Das muss ich sagen, das feiere ich. Obwohl ich kein Star Wars Fan bin, aber das ist voll nice. Ich habe keinen Platz. Ich hoffe, das geht gut, wenn ich hier so ein Türmchen baue. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Kamera nicht mehr so richtig mitkommt, ne? Muss ich mal... Ach du Scheiße. Ich muss das mal eben hierher holen. Ah, hier haben wir noch ein Klömpchen. Oh. Guck mal hier, richtig schön verpackt, hör mal. Das ist hier nice. So, da ist noch allerhand drin. Ich guck lieber hier nochmal. Nope, hier ist nichts weiter drin. So, dann fangen wir mal hier oben an. Hier haben wir unser Loot-Heft. Stegosaurus und Parasaurolophus. Ach, zum Bauen. Das sind hier so Saurier für zum... So 3D-Puzzle sind das auch. Ja. Leuchten die? Build your own, ja, glowing Dinosaurier. Ja, cool. Ja, also ich zeige euch das nochmal, weil so soll das hinterher wahrscheinlich aussehen. Ja. Ja, cool. Tun wir mal hier hin. Für so flache Sachen habe ich hier Platz. So. Was haben wir hier? DC, Batman. Die Wiedergeburt des DC-Universums. Aha. Ja.
Hier haben wir also ein Heftchen drin. Ich hatte gestern in einer anderen Box auch ein DC-Heft gehabt. Was war das denn nochmal? Keine Ahnung. Auch irgendwas von DC? Ach, mein Bruder wieder was zum Lesen, denn der ist nämlich, der mag sowas. DC und Marvel und so. So, und dann haben wir noch einen Papierflieger. Oh, da haben wir noch was. Ja, also hier haben wir noch ein Papierflieger. Ja. Mit Anleitung, wie man das Ganze basteln muss. Und hier haben wir noch Komet. Himmelskörper aus Eis und Gestein, der in Sonnennähe einen Schweif und eine neblige Hülle, in Klammern Koma, bildet. Meteoroid, Objekt, das sich um die Sonne bewegt, aber kleiner als ein Asteroid ist. Ein Meteor, Teilchen, das in der Hochatmosphäre verglüht und leuchtet, in Klammern Sternschnuppe. Meteoroid, nochmal. Ach, warte, Meteorit, boah, ich hab's heute. Kosmisches Gestein, das auf der Erde gelandet ist. Asteroid, klein Planet, der sich um die Sonne bewegt, aber kleiner als ein Zwergplanet ist. Hui! finde ich cool. Ich kann mir vorstellen, warum das hier drinnen ist. Ja, so ein bisschen was mit Planeten, denn ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die Wissenschaftler oder die Astrologen haben weltweit mit, boah, keine Ahnung, wie vielen, na, sag schnell, wo du mit in die Sterne gucken kannst hier, ne? Mit dem Teil, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Haben die jetzt zum ersten Mal das schwarze Loch entdeckt, ja? Mega, mega geil. Ich finde sowas richtig interessant. Ich gucke sowas auch gerne. Und deswegen finde ich das gerade mega ätzend, dass mir der Name Teleskop. Mit den Teleskopen, ja. Haben die das jetzt echt geschafft? Haben die gesehen, haben die jetzt ein schwarzes Loch entdeckt? Und das Krasse ist, dass dieses schwarze Loch wirklich so aussieht, wie die sich das immer gedacht haben oder vorgestellt haben, wie der aussehen könnte. Mega, mega geil. Ich finde sowas super interessant. Ich muss mal eben einen Schluck trinken, tut mir leid. Boah, der Kaffee ist schon fast kalt. Ich muss den mal eben auftrinken. Ach, wir haben noch einen. Oh. Ein T-Shirt haben wir noch. I tried it at home. Ja. Upala, na komm her. Ja, das ist das T-Shirt, was wir diesen Monat hier drin haben. Mit dem Mannequin on fire. Ja. So. So. Shirt, I tried it at home. Ob Jackass, Mythbusters, Top Gear oder jede zweite D-Max-Serie, ständig wird man davor gewarnt, die coolen Dinge, die man dort sieht, nicht zu Hause zu versuchen. Aber was soll denn passieren, wenn man es doch versucht? Tja, dafür gibt es dieses Shirt. Dann. Ach krass, wartet mal. Das muss ich mal eben gucken. Ah, nee, doch nicht. Ich habe nämlich gerade gedacht, das kann ich euch mal eben zeigen. Seht ihr das? Es gibt einmal Batman und einmal Justice League. Hallo. Ja. Und ich habe nämlich gestern Justice League drin gehabt, aber das ist ein anderes Heft.
Das wäre es nämlich jetzt noch gewesen, wisst ihr? Ups. Schnups. Was sind dem einen das andere und hier det. Plüsch BB8. Also es gab nur diesen BB8, aber ist nicht schlimm, der sieht super süß aus. Plüschfigur mit Zaun. BB8 ist der kleine Astromech-Driode, der Rey und den anderen neuen Helden in Star Wars beisteht. Dank seiner Kugelform ist er sehr beweglich und dazu unheimlich niedlich. Dieser plüschige BB-8 kann sogar mit dir sprechen, solange er genug Energie hat. Also denke ich mal, unten, wo dieser Klettverschluss ist, da die Batterien dann hinterher reinkommen, ne, wenn die denn leer gehen. Guardians of the Galaxy Nano Metal Fix. Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket, Raccoon und Groot sind die Guardians of the Galaxy des MCU-Universums. Ab jetzt sind diese Helden nicht nur die Wächter der Galaxie, sondern auch die Wächter deiner Regale. Und da sie als Team am besten sind, bekommst du gleich alle Figuren zusammen. Mega nice. Star Wars Tasse Han und Leia. Oder Leia. Avengers Puzzle. Pals Radiergummis. Iron Man, Captain America, Hulk, Ant-Man, Thor, Black Widow oder Thanos als lustige kleine Radiergummifiguren für Sammler, Zeichner, Schreiber und Marvel-Fans. Stand da nicht irgendwas mit als Puzzle? 3D-Puzzle? Ach, Eraser. Ist Eraser Radiergummi? Dann machen wir das auf. Ich habe gedacht, das wäre hier was zum... Na? Muss ich der Box hier irgendwas sagen? Hallo! Ich will das jetzt hier aufhaben. Ah, wartet mal. Hier ist noch was zum Aufmachen. Sicher? Mache ich doch das hier kaputt. Machen wir einfach mal. Ah, doch, musste man so aufmachen. Wir haben Hulk. Ja. Ein Steck. Ich mach das jetzt einfach mal. Ja, so, das ist der Hulk. Ja, ein Radiergummi, oh wie cool. Na, und das hätte es dann hier auch noch gegeben. Ja, so, dann wollen wir das hier mal wieder reintun. Tun. Ich mag dieses Wort eigentlich nicht, tun. Aber man benutzt es doch echt häufig. Ich versuche das immer eigentlich zu umschreiben oder irgendein anderes Wort für tun zu finden. Aber das ist irgendwie nicht immer so leicht, muss ich gestehen. Weil tun ist halt so ein furchtbares Wort, wie ich finde. Und ich kriege den hier nicht mehr zusammen, aber ist nicht schlimm. Na, haben wir das jetzt auch noch aufgemacht. Artprint Himmelskörper. Habe ich ja euch gezeigt. Broni Lakritz Bonbon. Lakritz. Und es gibt ja diese Upgrades, ne, bei diesen Boxen.
Rick and Morty Icon Light Lamp und Mr. Meeseeks Code Poster. Ja, das wäre in dem Upgrade drin gewesen. Das werden wir uns auch mal bald holen, so ein Upgrade. Aber das dauert noch ein kleines bisschen. Aber die Box war echt wieder cool, muss ich sagen. Vor allen Dingen feiere ich ihn hier. Ja, das ist das geilste Item hier drin, muss ich gestehen. Der ist cool. Ja, wenn ihr auch die Get Digital haben möchtet, der Link ist unten in der Videobeschreibung, ja. Da könnt ihr euch dann die Boxen dann abonnieren, die ihr wollt. Es gibt 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate und 12 Monate. Und falls ihr euch nicht schlüssig seid, hey, ist die Box was für mich oder nicht, dann könnt ihr auch gerne bei mir die anderen Videos schauen. Ich bekomme die Get Digital jetzt knapp 2 Jahre. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Monat wieder, dann halt auch wieder pünktlich mit den Boxen, auch auf unserem Kanal. Und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Osterzeit und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, macht es gut.